I see you struggle like butterflies in water. Can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass. Moin Leute und herzlich willkommen hier im Berlin-Pankower Kleingarten bei unser Kleingarten, meinem süßen Kleingarten hier in der Kleingartenanlage Rosenthal Süd. Ja, es ist Wetter, ich sag's euch, die Sonne kommt zwar minutenweise raus, aber im Großen und Ganzen ist es richtig doll kalt. Wir haben so 6 Grad und in den nächsten Nächten sollen es auch minus 2 werden. Also nochmal Gefahr für die Aussaaten und vielleicht sogar für meine Jakonnen im Hochbeet. Aber Leute, was soll's, no risk, no fun. Es gibt trotzdem viel zu tun. Und eine der wichtigsten Sachen in diesem Jahr hier im Kleingarten und nicht nur in meinem Kleingarten, sondern in allen Schrebergärten, speziell hier in Rosenthal Süd, weil es ein großes Thema war auf der Mitgliederversammlung, also der Jahreshauptversammlung, das sind die Hecken. Ja, ihr wisst ja, die Heckenhöhe ist was ganz Besonderes. Ja, da hat der deutsche Kleingärtner einfach eine Menge Spaß, sich mit den Regeln zu beschäftigen. Und bei mir ist das so, dass die Hecke nicht ganz der vorgeschriebenen Heckenhöhe hier entspricht. Ja, also es ist durchaus für eine sehr kleine Person schwierig, ich hocke mich mal hin, da durchzugucken. Und eigentlich wollen wir ja, dass so ein Kleingarten gut zu sehen ist, damit sich die Öffentlichkeit daran erfreuen kann. Also ja, ist es jetzt hier soweit, dass ich die Hecke entsprechend beschneiden muss. Vogelschutz ist zu beachten, der gilt ja derzeit. Der Schnitt der Hecke ist jedoch ganzjährig erlaubt. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist halt, das Ding komplett zu roden oder auf Stock zu setzen. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Hört sich für mich so an, als ob man, keine Ahnung, nur noch einen Krüppel unten lässt. Aber ich werde mal gucken, ich muss hier wohl einiges wegnehmen und bin auch mal gespannt, wie das meine Heckenschere hinbekommt oder ob ich da mit einer entsprechenden anderen, so einer Gartenschere, so einer großen Astschere vielleicht nachhelfen muss. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, theoretisch könnte ich dann auch mal den Streifen so ein bisschen hier an der Ecke auch mähen. Da sind so Gräser drin, die da eigentlich gar nicht wachsen sollten. Ich hatte ja gehofft, dass da viel mehr interessante Sachen wachsen, die ich letztes Jahr hier ausgesät habe. Aber momentan sieht es nicht so sehr danach aus. Also da muss ich nicht nur mähen, da muss ich sogar ein paar Sachen, glaube ich, hier richtig raushacken. Diese Gräser zum Beispiel. Und jetzt habe ich gerade noch mal die Unterlagen geguckt. 1,25 Meter. Upsi. Ich glaube, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Aber ja, Leute, Regeln sind Regeln. Und wie oft habe ich das schon gehört, auch unter meinen Schrebergarten-Videos, wenn ich mich über unsinnige Regeln aufgeregt habe, dass es dann hieß, naja, das musst du vorher wissen, wenn du einen Kleingarten übernimmst. Ja. Das hätte ich mir vorher mal durchlesen sollen. Man muss aber dazu sagen, als ich den Garten übernommen habe, hatte diese Hecke auch keine Höhe von 1,25 Meter. Nichtsdestotrotz, es bringt ja nichts. Ich möchte als gutes Beispiel vorangehen und deshalb versuche ich das jetzt einfach, auf diese 1,25 Meter zu kommen. Muss ich gleich mal einen Zollstock ansetzen und bin echt gespannt. Und jetzt habe ich mir einen Zollstock besorgt und ja, ich bin wirklich ein bisschen schockiert. Schaut euch das an. Hier sind 1,25 Meter. Ach, wobei, das geht. Das ist machbar. Das ist machbar, denke ich. Ich hätte gedacht, 1,25 Meter sind viel weiter unten. Das können wir gut machen. Und da bin ich, glaube ich, soweit auch ganz, ganz konform mit. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass der Akku von der Schere, man muss sich nur an den Nachbarn Beispiel nehmen, ja. Da wird sich nämlich speziell, was die Heckenhöhe angeht, sehr, sehr gut dran gehalten.
Das ist vorbildlich, muss ich sagen. Ja, und auch da nehme ich mir einfach ein Vorbild. Das ist vorbildlich. Das hat was mit Außenwirkung zu tun. So kann man in einen Schrebergarten reingucken. Ja, ich fange jetzt mal an und hoffe, dass ich das vor der Mittagszeit fertig kriege. Denn, ja, ihr wisst ja, ab 1 macht nicht jeder seins, sondern ab 1 ist Ruhe angesagt im Kleingarten. Und das gilt natürlich ganz speziell auch hier in Rosenthal Süd, denn gesetzliche Regelungen sind essentiell, um eine Anlage wie diese hier am Laufen zu halten. Ich habe gerade Vogelschutz thematisiert, heißt also vorweg, ist ganz, ganz wichtig, in die Hecke reinzugucken, ob es brütende Vögel gibt, die hier in der Hecke drin sind. Denn wenn das der Fall ist, ja, dann muss ich sofort aufhören, dann kann ich hier drin nicht arbeiten. Ich habe jetzt aber die gesamte Hecke schon mal durchgeguckt und es sieht ganz gut aus. Wir haben da keine Vögel am Brüten, also kann ich direkt loslegen. Ja, sind wir mal gespannt hier, wa? Setze ich mal direkt an. Hier sind 1,25 Meter. Oh ja! Das habe ich mir ehrlich gesagt deutlich schwieriger vorgestellt. Also, da bin ich jetzt, gehe ich jetzt so wahrscheinlich, ja, perfekt. So, jetzt könnt ihr schon mal sehen, so ein bisschen wie der halbe Kopf ist geschnitten, die halbe Hecke ist geschnitten, liegt daran, dass die Heckenschere, also nicht die Heckenschere, sondern der Akku dazu jetzt erstmal den Geist aufgegeben hat, also leer ist, der muss nachgeladen werden. Ich habe zum Glück noch einen zweiten, noch einen größeren Akku. Das ist ganz praktisch, denn ich habe halt ein Akkusystem. Der Akku für den Rasenmäher, der geht auch für die Heckenschere. Ist ein bisschen schwerer, also der Akku von der Heckenschere ist eigentlich viel kleiner und handlicher, damit die ein bisschen praktikabler ist, aber das geht jetzt auch für mich. Und während ich das jetzt hier benutze, kann ich dann weitermachen. Und ja, sieht schon, es tut mir ein bisschen leid, weil ich viele, viele Blüten abschneide, das muss ich mal zugeben, aber auch viele weiterhin lasse. Die Schnitte sehen auch nicht so klasse aus an allen Stellen, aber das liegt halt, glaube ich, einfach daran, dass ich jetzt so arg runterschneide. Und das muss halt sein, ihr wisst ja, Gesetze haben Vorrang vor Natur im Schrebergarten. Nein, natürlich grundsätzlich nicht, aber das ist ja auch immer eine Aussage der Gesetze und der gesetzlichen Regelungen oder eine Auslage des Ganzen. Ja, und wenn ich jetzt hier einen brütenden Vogel entdeckt hätte, hätte ich auch sofort aufgehört und aufhören müssen sofort. Ja, also Naturschutzgesetz steht natürlich über dem Bundeskleingartengesetz. Aber ja, das ist so gewollt, dass hier das gemacht wird und dann muss ich dem auch nachkommen, denn niemand möchte abgemahnt werden. Ja, pünktlich, wenn ich fertig bin mit dem Schneiden, geht hier der Hagel los. Nicht doll, nur ein bisschen. Uns regnet jetzt auch nicht. Ich muss meine Sachen nur mal schnell ins Trockene stellen. Regnet auch nicht doll. Also es regnet gar nicht, es hagelt nur. Aber wir hatten die Woche schon einen richtig, richtig fetten Hagelschauer inklusive Regen, als es abgekühlt ist. Da waren die Hagelkörner ein bisschen größer. Nicht mega groß, muss ich zugeben, aber es war auch mega nass, weil es einfach krass geregnet hat. Ja, das ist jetzt nicht der Fall. Ich bin zum Glück fertig mit der Hecke. Zumindest hinten. Vorne lässt sie noch auf sich warten. Oh, mal gucken, ob ich das jetzt hier aushalte. Die ist aber auch höhentechnisch noch nicht so ein Riesenproblem wie das hinten. Vielleicht da in dem Bereich muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten denke ich, ist es noch nicht so ein großes Problem. Ja, ich glaube, ich würde dieses Wochenende auf jeden Fall auch noch mal ein weiteres Beet machen. Eins hatte ich ja bereits vorbereitet und ein zweites werde ich wohl auch noch machen. Vorne müsste auch theoretisch der Rasen noch kurz gemäht werden, aber eigentlich stört mich das jetzt nicht so dramatisch und wenn es so feucht ist,
ist es, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll. Was ich später vielleicht in der Mittagszeit machen kann, ist ein bisschen Müll wegbringen zu unserem Müllplatz. Ich weiß gar nicht, wann der wird ja immer geöffnet und geschlossen. Oh, wahrscheinlich ist er genau dann geschlossen und öffnet wieder 15 Uhr. Aber so ewig wollte ich heute nämlich auch nicht bleiben. Ich muss halt gucken, meine Bohnen, die ich hier gesteckt hatte, vor, glaube ich, mittlerweile 14 Tagen, in diesen kleinen Pflanztöpfchen, da sieht man schon eine, da sieht man schon eine, da sieht man schon eine dort. Die kommen und die muss ich jetzt wohl mal reinstellen, weil ich Angst habe, ja, vielleicht ist es hier sogar schon passiert, weil ich Angst habe, dass sie sonst natürlich Frost kriegen. Hier ist auch schon ein bisschen was zu sehen. Ich denke, die sind im Haus ein bisschen sicherer dann. Ach mal, eine amüsante Sache, die ich euch noch erzählen wollte. Und zwar habe ich letztens eine Pflanze hier, Kamera ausmachen. Eine Pflanze erkannt, die ich als Wolfsmilch bezeichnet habe. Total absurd, natürlich. Mit Heilwirkung sogar. Das war natürlich der Beinwell, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Wolfsmilch komme. Ich glaube einfach nur, weil die so haarig aussieht und dementsprechend ich an Wolf gedacht habe. Man könnte bei den Haaren aber einfach auch an den Bein denken. Also zumindest meins ist sogar noch stärker behaart. Also das ist natürlich hier Beinwell und kein Wolfsmilch. Also vielen Dank für die Menschen in den Kommentaren, die das Ganze auch aufgeklärt haben. So, und jetzt wollte ich gerade weitermachen mit dem Bereich vor der Hecke, weil da ja so viele Gräser drin waren. Und jetzt tropft es ein bisschen. Aber das hält mich nicht ab. Ich bin ja kein Gutwetterkleingärtner, wie viele hier. Um mich herum heute niemand großartig zu sehen. Es ist, wie gesagt, auch nachvollziehbar, habe ich letztes Jahr schon gesagt. Das macht halt einfach nicht so viel Spaß, wenn das Wetter nicht so geil ist. Aber ich sage ja immer, einer muss die Arbeit ja machen. Und das ist jetzt der Fall. Ich habe hier wieder den Grupper geholt. Ich nenne ihn Grupper. Letztes Mal habt ihr mich gar nicht berichtigt, wie das Ding nach eurer Meinung heißt. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Grupper. Schaut mal, ich habe hier diese schöne Fackel stehen. Noch nie benutzt, ja. Aber das werde ich in diesem Jahr, glaube ich, mal machen, wenn ich schön gemütlich in einem lauen Sommerabend hier sitze. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so lautet ja mein Motto. Manchmal, nicht immer. Und jetzt zeige ich euch mal das große Problem. Ich bin echt gespannt, ob das mit diesem Grupper so funktioniert, denn ihr seht ja die Gräser hier ganz schön fett. Es wundert mich ein bisschen, weil eigentlich hatte ich auch letztes Jahr hier richtig viel rausgeholt und es gar nicht großartig blühen lassen. Aber ich möchte es jetzt beispielsweise nicht einfach nur abmähen, sondern gucken, dass ich die großen Gräser auch einfach wirklich rausnehme. Und da gucke ich mal, ob das mit dem Grupper funktioniert. Na toll, jetzt dachte ich kann ein bisschen angeben, weil das Wetter immer noch so bäh ist. Aber die Sonne kommt jetzt raus. Und dann habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit, um euch das zu zeigen, wie anstrengend das auch ist, hier diese Gräser rauszunehmen, wenn man die nicht einfach nur abmäht. Das erste Stück ist geschafft. So sieht's aus. Diese fetten Gräser halt. Ne? Und das geht den ganzen Strang noch lang. Das geht auch ganz gut mit dem Grupper. Und top gedacht, ja, ich nehme euch einfach mal mit. So. Bin ich noch zu sehen? Nee. So, jetzt habe ich. Jetzt hat er mich wieder. Essentiell im Kleingarten ist dieses Kniekissen natürlich. Wenn man keine 27 mehr ist, beziehungsweise auch jung ist und später noch gesunde Knie haben möchte und auch nicht sofort nasse Knie haben möchte, wenn man hier im Garten rumkraucht. Ihr seht hier, es sind wirklich große Dinger, die ich so ein bisschen locker. Aber ich will halt das ganze schöne Zeug, was ich letztes Jahr ausgesät habe, hier mit diesen regionalen Blumenmischungen, das will ich jetzt nicht alles rausholen. Wird mir sicherlich nicht gelingen, da 100%. Oh, schaut euch mal an, was hier ein Riesenteil daraus gekommen ist. Wird mir sicherlich nicht ganz gelingen, Vorsicht. Aber ja. Was haltet ihr denn eigentlich
von Ordnung oder Unordnung im Kleingarten? Oder wie definiert ihr die? Denn das ist ja immer wieder Streitthema. Ob jetzt mit den Gartennachbarn, ob mit dem Vereinsvorstand oder sogar noch andere Ebenen. Also ich bin grundsätzlich ein Typ, der eine gewisse Ordnung und Struktur schon mag, aber das finde ich auch nicht überreguliert sein sollte. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Heckenhöhe geht im Kleingarten, die ja laut Bundeskleingartengesetz durchaus Sinn macht, die ist nämlich festgeschrieben in den Gartenordnungen, damit Menschen konsumieren können. Also hier durch die Kleingartenanlage gehen können, auch wenn sie keinen Kleingarten haben, auch wenn sie einfach nur die Anlage hier besuchen und das Ganze genießen können. Kleingartenvereine sind nämlich gemeinnützige Vereine. Und was bedeutet gemeinnützig? Sie müssen einen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Und eine Kleingartenanlage, die verschlossen ist beispielsweise, nächstes Thema Ordnung, die hat keinen Nutzen für die Allgemeinheit und kann somit ganz schnell Probleme bekommen. Einerseits finanziell, denn ein gemeinnütziger Verein wird steuerlich ganz anders behandelt als einer, der es nicht ist. Und auch was das Bundeskleingartengesetz und den Schutz als Kleingärten angeht, ja, laut dem Bundeskleingartengesetz. Also, wenn ein Verein erstmal die Gemeinnützigkeit verloren hat, glaube ich, ist es auch nicht mehr lange hin, dass das Land, auf dem halt das Ganze stattfindet, noch als Kleingarten überhaupt zählt. Dann werden andere Pachten fällig und auch die Bebauung kann da viel, viel einfacher erfolgen als auf einem wirklich gut genutzten Kleingartenanlagen. Gelände. Ich sage mal so, 1,25 Meter, ob es jetzt 1,25 Meter oder 1,40 Meter sind, darüber kann man sicherlich streiten. Klar ist, dass der Garten zum größten Teil eingesehen werden kann. Das muss gegeben sein, ja. Und das gilt auch für die gesamte Anlage dann. Weil wenn das nicht der Fall ist und sich die Kleingärten entsprechend abschotten, dann, wie gesagt, kein Nutzen für die Allgemeinheit, kein Grund dafür, die Pacht so günstig zu halten oder dieses Land auch als schützenswert zu betrachten. Letztens gab es einen Kommentar, ob ich noch nicht weil ich das Klima angesprochen habe letztes Mal, Klimasicherung und so weiter und so fort. Und dann ging es darum, ob ich noch nicht von dieser Studie gehört habe, die besagt, dass Kleingärten klimaschädlich sind. Ja. Da, glaube ich, sind jetzt einige geschockt. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge gehen lassen, denn nach gewissen Maßstäben ist das auch korrekt. Nämlich, wenn man mal sieht, was wir an Obst beispielsweise in unseren Kleingärten anbauen und was wir dafür tun, also ganz häufig die Jungpflanzen einkaufen, die Erde dafür einkaufen und das alles produziert ja CO2, also wenn ich jetzt eine Jungpflanze hier bekomme, dann kommt die vielleicht aus Holland oder von sonst wo. Und selbst wenn sie halt in der Gärtnerei nebenan gezogen wird, dann gibt es einen gewissen CO2-Verbrauch, der entsteht alleine schon dadurch, dass ich sie gegebenenfalls einkaufe und mit dem Auto abhole oder wie auch immer. Und natürlich ist es dann sinnvoller oder ein anderer CO2-Abdruck, wenn man Produkte in Masse konventionell anbaut, ja, weil da natürlich ganz andere Maßstäbe herrschen. So, das ist jetzt aber ein sehr einseitiger Blickwinkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wer diese Studie in Auftrag gegeben hat. Vielleicht war das auch die konventionelle Landwirtschaft. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ja, Gärten haben natürlich einen super positiven Effekt auf das Stadtklima. Das muss man ganz einfach feststellen. Also wenn ich in Berlin-Niederschönhausen wohne, sind da nicht nur Gärten als Grünanlagen, sondern auch große Parks. Es ist einfach nicht so stark bebaut. Und wenn ich hier aus Berlin-Mitte, als wir vor 14 Tagen 27 Grad hatten, mit dem Fahrrad rausgefahren bin, abends, da habe ich eine deutliche Abkühlung nach außen hin gespürt. Und das ist natürlich auch in den Kleingärten so. Ja? Wo kein Asphalt ist, wo der Boden nicht versiegelt ist, da wird die Wärme auch entsprechend nicht so gehalten.
Dafür dürfen die Kleingärten aber auch nicht so versiegelt sein. Ja? Also darf nicht alles zugepflastert werden und darf auch nicht alles vollstehen mit Pools. Also nichts grundsätzlich gegen Pools. Ich glaube, die Leute, die mich kennen und den Kleingarten auch schon hier verfolgen, die wissen, dass ich das grundsätzlich schon ganz cool finde, wenn den Familien das möglich ist, die Kids im Sommer auch mal da einen Pool zu lassen. Ja? Aber sicherlich muss immer das Verhältnis stimmen. Und ein Garten, in dem halt nur Rasen und ein Pool steht, ist sicherlich kein Kleingarten. Ja? Da muss dann entsprechend auch ein Ausgleich stattfinden. Ich laber wie immer mal richtig viel, deswegen schaltet ihr aber auch ein. Ich muss aber mal ein bisschen weiterarbeiten, weil sonst wird das hier heute nichts mehr. Und so sieht es jetzt hier vor oder hinter meinem Kleingarten aus. Einiges durchgegrubbert hier und super viele Gräser entfernt. Es sind mehrere Haufen. Ach, mal gucken, ob ich die in die Jauchetonne mache, weil ich echt Angst hätte, dass die auf dem Kompost direkt wieder anwachsen und sich noch schlimmer ausbreiten. Es ist Frühling und wir hören hier entsprechend die Vögel zwitschern. Richtig schön. Ja, für viele sieht das jetzt hier so gar nicht nach Ordnung aus, aber Ordnung ist ja auch Definitionssache. Wenn wir hier den Weg angucken, der sieht natürlich schon sehr ordentlich aus. Aber für viele sieht ja Ordnung anders aus. Ich liebe es allerdings, wenn hier so kleine Kräuter wachsen mit ihren kleinen süßen Blüten. Und die sind natürlich auch besonders wertvoll für die Kleingartenstruktur hier. Ja, das empfinden nicht alle so. Also es gibt Menschen, die einfach ein ganz anderes Ordnungsbedürfnis haben. Und ja, da sehen die Gärten vielleicht nicht ganz so ökologisch divers aus wie bei mir zum Beispiel. Ja, und da kann ich euch einen Tipp geben, wie ihr auch die Gärten eurer Mitgartenfreunde etwas diverser gestalten könnt. So wachsen zum Beispiel auch in meinem Garten diese wunderbaren Blumen. Es handelt sich hierbei um Löwenzahn. Und wir alle kennen Löwenzahn und besonders die Kinder haben sehr viel Spaß daran, wenn die entsprechendes Stadium erreicht haben, die Samen zu verpusten. Also macht eure Kleingartenanlage einfach ökologisch ein bisschen diverser, ja, indem ihr, das ist jetzt zwar kein Löwenzahn, aber genau das meine ich, dann wird es auch um euch herum ein bisschen diverser. Und wenn das nicht reicht, dann nehmt einfach mal eine Handvoll Blumen-Wiese-Mischung und schmeißt die rüber zu euren liebsten Gartenfreunden. Ja, das ist so mein Beitrag, um Kleingärten diverser zu machen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, dass hier viel Natürliches blüht, wo auch die Bienen was von haben, wie diese Nesseln hier, ja, oder dieses Kraut hier, was ich namentlich gar nicht benennen kann, auch der Kohl, der noch am Blühen ist, der bietet da viele Nahrungsmöglichkeiten, viele Sachen, die ihr nämlich zur Zier in eurem Garten kaufen könnt, die sind gar nicht bienenfreundlich oder bienengeeignet. Selbst wenn das ihre Wildformen sind. Das haben wir Anfang der Gartenübernahme hier auch festgestellt. Was waren das? Heidekraut? Weiß nicht mehr genau, welche Blume das war, aber die sah zwar hübsch aus, aber im Gegensatz zu der Wild- und Naturform war die überhaupt nicht geeignet für Bienen, weil das geschlossene Blüten waren oder. Das gilt ja beispielsweise auch für die Forsythien. Die blühen zwar schön gelb und als Frühblüher auch relativ früh, haben aber leider keinen Sinn für die oder keinen Zweck für die entsprechenden Bienen. Ja. Das ist bei Löwenzahn beispielsweise anders, deshalb ist die Verbreitung hier eine richtig gute Sache. Jetzt ist hier auch wieder Mittagszeit, das heißt, ich darf nicht weiter vorne machen, die Hecke schneiden. Das muss ich dann vielleicht morgen machen oder am nächsten Wochenende. Gerade wenn das Wetter nicht so richtig geil ist, dann muss man ja auch die ganze Zeit draußen arbeiten. Dann kann man sich ja auch mal einfach eine Pause drinnen gönnen.
muss ja auch noch das Video für euch schneiden. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ne? Die sagt, geh nicht, bleib noch da, Robert. Also wie seht ihr das mit Ordnung im Kleingarten? Wie wichtig ist euch Ordnung im Kleingarten? Ja, ist euch das wichtig oder habt ihr eine ganz besondere Art? Ich bin fasziniert. Dadurch, dass es jetzt geregnet hat, sieht er auch wieder richtig schön aus. Vor allem die Blüte. Ja, der Rhabarber. Dieser neu ausgesäte. Richtig toll. Da bin ich mal gespannt, was da nächstes Jahr kommt. Der alte Rhabarber, den ich habe, da kann ich auf jeden Fall eine ganze Menge ernten. Habe ich auch schon getan. Und das werde ich jetzt auch wieder machen, damit ich mal einen Rhabarber-Crumble machen kann. Richtig lecker. Da habe ich ein veganes Rezept. Ja, mich fragen ja immer Leute auch mal, ob ich nicht mal backe mit euch oder was einkoche oder irgendwas. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht mein... Das, was ich am allerbesten kann. Aber vielleicht machen wir das in der Zukunft auch mal zusammen. Also wer Bock hat, gemeinsam einen Rhabarber-Crumble zu backen, doch gern mal in die Kommentare. Ein Käsekuchen vegan gab es ja schon mal vor einigen Jahren. Ja, jetzt reicht's für diese Aufnahme und für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mit mir ein bisschen zu diskutieren. Ja, also über Kleingarten, Gemeinnützigkeit und wie viel Ordnung wirklich sein muss. Ich wünsche euch also erstmal alles Gute, einen schönen Start in die neue Woche und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Robert.